Vers 30. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den meisterhaften Flötenspieler, dessen Augen den Blütenblättern eines blühenden Lotus gleichen, dessen Haupt von einer Pfauenfeder geschmückt ist, dessen anmutige Gestalt den Farbton blauer Wolken hat und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Erläuterung: Hier finden wir eine Beschreibung der unvergleichlichen Schönheit Krishnas, des höchsten Herrn von Goloka. Krishna, dessen Bewusstsein alldurchdringend ist, hat seine eigene spirituelle Gestalt. Die Gestalt Krishnas ist kein Fantasiegebilde, das nach der Betrachtung der schönen Dinge dieser Welt in der Vorstellungskraft entstanden ist. Hier wird beschrieben, was Brahma in der ekstatischen Trance reiner Hingabe sah. Krishna widmet sich seinem Flötenspiel. Diese Flöte wirkt durch ihren lieblichen melodischen Klang auf die Herzen aller Lebewesen anziehend. Ähnlich wie die Blütenblätter eine Lotusblume einen herzerfrischenden Anblick bieten, so bringen die beiden schönen Augen Krishnas, die das Erscheinen unserer spirituellen Sicht ermöglichen, die unendliche Pracht und Lieblichkeit seines mondgleichen Antlitzes noch mehr zur Geltung. Die Pfauenfeder, die Krishnas Kopf ziert, ist ein weiteres Emblem seiner spirituellen Schönheit. Und ebenso wie die Anhäufung blauer Wolken einen besonders wohltuenden und angenehmen Anblick bietet, so ist auch Krishnas dunkelblaue Hauttönung eine Augenweide. Die Schönheit und Lieblichkeit Krishnas ist weitaus betörender als die des Liebesgottes, auch wenn dessen Liebreiz millionenfach zunehme.